herzlich willkommen zum ersten GFB dieses Jahr, das Dithmarscher German Freestyle Battle. Wir sind hier auf Fehmarn beim Surf Festival wie jedes Jahr und der Forecast sieht soweit ganz gut aus. Heute fahren wir noch einen Tow-In-Contest, weil es keinen Wind hat und wir den halt für die Kieler Woche schon mal als Qualifikation ausfahren wollen. Zusätzlich haben wir für Sonntag einen richtig guten Forecast, das heißt, wir werden wahrscheinlich sogar noch eine richtige Competition fahren können, dann hier in einer der Molen bei Wind von links. Sehr gut. Wir hatten jetzt heute hier die erste Tow-In-Qualifikation. Das Finale folgt um 17 Uhr. Die Fahrer haben auf jeden Fall eine gute Performance gezeigt. Und qualifiziert für das heutige Finale haben sich Anton Munz mit einem sehr, sehr soliden Double Funnel, Niklas Nebelung mit einem richtig schönen Burner, gefolgt von Tim Carsten, der einen Sharker gezeigt hat, was halt wirklich sehr, sehr selten beim Tow-In ist, und Fivos Tsupras mit einem Burner, der wie immer solide war. Anton hat das Ganze sauberer gestanden. Ich weiß nicht, was er für ein Double-Channel-Flagger gemacht hat, aber ich würde sagen, Anton gewinnt die Session bisher. Applaus.